Sonntagberg. Ein Berg, der den Ultracyclisten Stefan Wagner in den Bann gezogen hat. Nun schon zum zweiten Mal. Denn 2017 hat er hier versucht, den 48-Stunden-Höhenmeter-Weltrekord zu knacken. Nun greift er erneut an. 3 Wochen habe ich noch hin. Ich kann jetzt nur mal die Abläufe durchspielen und fleißig trainieren tue jetzt noch. Bin weit, weit fitter als wie letztes Jahr. Ja. Vom Körper her, von den Gelenken her und alles. Und letztes Jahr war es halt eine Ausnahmesituation, das Ganze mit der Kälte. Und ich sage einmal, dass wir da einiges bewegen können bei den Weltrekords. Kommt sicher noch ins Mostviertel. Ja. Das schauen wir uns dann an, wie eben das Wetter dann ist und wie halt dann der Ablauf ist. Ja, es kann sehr viel passieren, immer bei Langstrecken. Ja. Über 243 Mal will der Waidhofener Radsportler Stefan Wagner bei seinem Weltrekordversuch die Strecke auf den Sonntagberg hinauf und hinunter strampeln, mit dem Ziel, in 48 Stunden über 30.000 Höhenmeter bewältigen. Ja, der Rekord liegt jetzt bei 31.100 von Thomas Mauerhofer aufgestellt. Letztes Jahr, einen Monat später, also einen Monat nach mir, hat er den aufgestellt, bei einem schönen Wetter auch. Und ich weiß, dass da noch mehr Luft nach oben ist und das habe ich aber nicht so im Kopf. Also ich habe meine Zahlen im Kopf, ja, wo ich mich mental vorbereitet habe und die werden dann oben angesiedelt sein. Ja. Um sich schon einmal auf das Weltrekordereignis bei Schönwetter einspielen zu können, hat der Waidhofener Extremsportler zum offenen Training eingeladen. Heute hat er super Bedingungen, es ist relativ warm. Ja, und wir wünschen ihm natürlich, dass es ihm um einiges besser geht als wir vor einem Jahr. Da hat er natürlich kein Wetterglück gehabt. Das hat fast schief gehen müssen. Für das hat er aber eine extrem tolle Leistung gezeigt. Und darum sind wir überzeugt, dass er es heuer schafft. Es wird nicht mehr die Temperaturen geben wie voriges Jahr. Und insofern sind wir wirklich guten Mutes, dass er das schafft. Ultracyclist Stefan Wagner ist aber nicht nur Weltrekordhalter, sondern einer, der für den Nachwuchs ordentlich in die Pedale tritt. Ja, der Wagner Steff ist ja der Initiator von den Youngsters Cup auch. Youngsters ist ein Projekt, das hat er ins Leben gerufen. Und er kooperiert dann mit uns, mit dem ABRC Steiner Shopping Burgstall, ganz eng. Wir wollen den Nachwuchs schon zum Leistungssport hinbringen. Da fangen wir aber schon an bei den Kindern, die mit dem Rennradsport noch gar nichts zu tun haben. Und darum veranstalten wir da gemeinsam eine Nachwuchsserie. Das werden 3 Rennen sein. Ja, das ist eine tolle Geschichte und das letzte Rennen ist dann im Zuge der Erlauftaler Radsporttage und die finden heuer vom 27. bis zum 29. Juli in Burgstall an der Erlauf statt. Für Stefan Wagner hingegen bleibt nicht mehr ganz so viel Zeit bis zu seinem großen Weltrekordversuch. Ja, wir haben am 15. Juni, das ist ein Freitag, um 10 Uhr Start unten, wie gehabt. Die Strecke bleibt gleich und dann am Sonntag 10 Uhr ist es aus, ja, 48 Stunden. Und ja, wir haben ein bisschen was geändert, also es wird ein bisschen ein Programm geben, es wird dann der Zuschauerraum wird ein bisschen mehr in den Berg reingehen, ja, dass die Leute ein bisschen mehr sehen beim Bergauffahren. Ja, und ich freue mich drauf und ich hoffe, dass viele, viele kommen. Ja. Motivation ist es natürlich sehr, wenn Leute da sind und die anfeuern. Ja. Übrigens, alle Etappen zusammengezählt, würde die Bergfahrt zur Wallfahrtsbasilika den Waidhofener in die Stratosphäre bringen.